Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Im letzten Video haben wir den letzten Schlüssel von den Zyklopenschlüsseln bekommen, haben die letzte Tür geöffnet und der Hinweis nochmal, dass wir durch irgendwelche Feuerfälle durch müssen. Dafür brauchen wir den Flammenhelm, um unseren Kopf zu schützen. Ich weiß es nicht, aber ich habe die Vermutung, dass nur eine Person dann da durchgehen kann, weil die anderen haben den ja nicht. Es sei denn, der wirkt wie eine Art Schlüssel, den wir irgendwo einsetzen müssen. Ich mach das schon. Der Kampf verlief nicht gut für die Zwerge. Sie haben hier den Gräumen den weiteren Weg nach Murolosch abgeschnitten. Zerbeulter Sapeurhelm. Wo ist dies? Ich habe einen alten Sapeurhelm gefunden. Er trägt eine Nummer zur Identifizierung. Ich sollte ihn mitnehmen und seiner Familie übergeben, damit sie weiß, was aus ihrem Vorfahren geworden ist. Okay. Zusatzquest. Hier ist der Weg zu. Das heißt, wir können nur an drei Stellen nach Westen. Ja, ja, gut erkannt, gut erkannt. Hier ging es eins nach Murolosch. Aber alles vergessen. Was wurde vergessen? Vergessen? Ich weiß es nicht. Ich habe es doch vergessen. Ich meinte, die Zwerge haben vergessen, dass es diesen Gang gab und dass sie mit den Gräumen Krieg führten? Nicht vergessen. Das Wissen ist da, aber die meisten erinnern sich nicht mehr daran. Warte, wer bist du? Autsch. Okay, wir sollten neu buffen. Magica, der ist auch jeden Moment weg. Sikarian. Genau, hol mal den Bazio raus. Los geht's. Okay, was haben wir da? Gräume. Ein Gang über uns. Hier geht's so runter. Verlassen wir die Ebene gerade? Nee, tun wir nicht. Schon wieder eine Falle. Was war das? Nichts. Ah, eine verschlossene Wand. Hier schauen wir uns das direkt an. Das bin ich. Hallo, ich. Leg los. Alle mal hergehört. Genau, alle folgen der Amazone. Geheimkammer, erstmal schauen nach. Ja, Gift drin. Ja. Hohohohoho. Was haben wir denn da Tolles? Diamantenstaub erstmal. Diamantenschleifsteine, haben wir die schon? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist das super. Ich denke schon. Weinender Kriegsball. Parade minus 1. 1W6 plus 4. Eine Anleitung, um einen Weidener Kriegsball herzustellen. Für ein akzeptables Ergebnis ist auf jeden Fall das Wissen eines Altgesellen notwendig. Talentwert 12. Das ist kein Problem für unseren Zwerg. Eisenwalder Kurbel. Das wird ja voll für Armbrüste Zutat sein. Eine Anleitung, um Taloschroms Zwergenskreier zu schmieden. Die Bearbeitung von solchen Mengen Zwergenstahl erfordert ein Altmeister. 1W6 plus 9. Die ist geil. Das ist eine schöne Hiebwaffe. Vielleicht gehe ich ja doch auf Hiebwaffen. Könnte ich schöne Hiebwaffe hier bei Tarnes Drachenblut machen? Halt! Nein! Her damit! Der hat das nämlich schon, ne? Hiebwaffen. Du müsstest nur Hiebwaffen hochmachen anstatt Schwerter. Aber wir hatten das Schneid, das war auch nicht schlecht, ne? Weil das zusätzlich die Chance auf Kritik machte. 25% auf eine kritische Wunde. Ist die Frage, was besser ist. Ich glaube, 1W plus 9 Schaden ist echt besser. Das sind ja 5 zusätzliche Schadenspunkte pro Hit. Na, dann machen wir dich bei Hiebwaffen hoch, glaube ich. Und stellen dir die Waffe her. Wir schauen mal. Auf jeden Fall werden wir den Kram jetzt erlernen.
Diamantenschleifstein braucht Lederbänder und zweimal Diamantenstaub. Und wir haben jede Menge Diamantenstaub. Das ist cool. Da werden wir einiges von herstellen. Schade, dass wir nicht nochmal hier so eine Wurm herstellen können. Attacke Parade plus 1 ist echt super. Aber die ist auch gut. Zwergenstahl haben wir, Steineiche, Kohle, Lederbänder, Gegengewicht, Diamantenschleifstein, haben wir alles. Können wir also herstellen, wenn wir wieder hier weg sind. Und dann hat Thanes Drachenblut endlich mal eine vernünftige Nahkampfwaffe. Ich nehme die Sache in die Hand. So lange muss es halt so gehen. So, besser mal quicksafen. Wo sind wir? Da war ein Raum mit Räumen, haben wir gesehen. Was ist das? Glühwürmchen und Räume. Okay. Räume ist nicht das Problem. Und toter Gräum. Dann fangen wir mal wieder an, mit Kritischen den ersten down zu hauen. Attacke! Komm. Alle mal hergehört. Komm. Komm, Pareo. Oh, oh, oh. Feuerelement. Feuergeist. Element. Ah. Aber nur einer. Wie es aussieht. Ich hoffe. Komm, tötet den und dann konzentrieren wir uns da hinten auf das Feuerwesen. Was irgendwie nicht angreift. Was ganz gut ist. Na, es greift an. Tötet ihn endlich. Danke. Geht alle auf diesen zum blöden Angriff. Feuergeist. Fulminictus. Fulminictus. Hä? Was ist denn jetzt wieder schiefgegangen? Ich nehme die Sache in die Hand. Alle hier rüber. Alle zusammen. Auf. Für die Feuer. Königin. Ah, das für ist bei ihm schon wieder Andra. Weg. Der ist zu weit weg. Der muss mal was näher. So. Ich mach das schon. Jetzt nochmal. Alle auf den. Macht er wieder nicht. Ah, du hast keine Pfeile mehr, ne? Hm, verstehe. Kapisch. Okay. Du sollst sowieso nicht damit zuschlagen. Schießen. So, alle zusammen auf den da. Dankeschön. Fulminictus. Fulminictus. Dich? Gelinge im Schein der Marder. Genau. Scheiß auf die Gräume. Tötet das Mistvieh. Das war so fach. Gräumengift. Okay, das machen wir mal kurz weg. Schupp. Gut, gut. Ja, das ist auch ein bisschen cheaten, ne? Also. Gute Entscheidung. Mitten im Kampf hier die Gegenstände am Tauschen. Ja, Spielstopp. Los geht's. Sehr gut, ausgeschaltet. Und zwar ein paar am Brennen, das macht nichts. Der ist erledigt. Auf den nächsten Räumen drauf. Und zwar mit alles Critical. Klar. Du hast nicht genügend Punkte. 3. Ja, komm, dann machst du den ersten Schlag. Und komm. Ich nehme die Sache in den Angriff. Komm, Pareo. Sehr gut. Amazone voraus. Kurkum. Gut, gut. Nandos. Deception. Ja. Ich nehme die Sache in die Rache. Okay. Alle auf den gute Geist. Gute Entscheidung. Kurkum. Hey, ja. So. Trotzdem plötzlich Wind abbekommen. Direkt 4 Stück davon. Super. Ich mach das schon. Alle erstmal da drauf, ohne Spezialattacke, bis das da weg ist. Auch was? Hm. Komm. Komm. Komm, Pareo. Okay, du hast auf jeden Fall jetzt einen neuen beschwören. Na, irgendwo hin? Da zum Beispiel. So viel dazu. Ein bisschen Licht machen. Gute Entscheidung. Was habt ihr bei euch? Diamantenstaub. Kommst du?
Ich mach das schon. Hab ich Kohle? Altes Lager heißt das hier, okay. Oh, und im alten Lager sind Heiltränke drin. Klugheitselixier. Dann eben ich. Da, du bist klug, du darfst. Alle mal hergehört. Keine Geheimwände. Eine Kiste. Ich nehme die Sache in die Hand. Da sind nochmal Kisten. Also Fässer. Das scheint rein optional gewesen zu sein. Hätten hier, glaube ich, nicht hingemusst. Nur für die Erfahrungspunkte und Gegenstände. Warum greifst du nicht an? Sterben. Ein paar Gänsefedern. Guck mal, wenn da genauso ein Kram drin ist. Ne, Steineiche. Das alle ist mal hergehört. Das kriegst du. Gute Entscheidung. Oh, das sieht nach einer Falle aus. In Ordnung. Autschi, Autschi. Huch, du hast das trotzdem direkt schon aufgemacht. Dann kriegst du das. Hm. Und Kohle haben wir, glaube ich, hier gegeben, ne? Amazone voraus. Ihr passt euch mal. Komm. Gute Entscheidung. Komm. Folgen. Compareo. Na, Pien Ressourcen bekommen. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Dann gehen wir mal in den zweiten Gang. Wir suchen immer noch ein Amulett. Im Vorspann hat man ja gesehen, so einen Zyklopen, der eine Waffe am Schmieden war. Ich vermute, dass er hier unten irgendwo rumhaust. Das ist eine alte zyklopische Stätte ist. War das der hier? Der war das. Rein da, ein paar Krolme hauen. Was war das? Nichts. Halli, Kurkum! Kurkum, genau. Auf Kurkum. Für... Gut, gut. Magica Verzerrtobatio. Keine Feuerelemente. Aber viele Träumchen. Einige. Komm, zaubert schon. Und weg ist er. Nicht ganz. So, alle zusammen bitte auf denselben. Den da nehmen wir. Warum blitzen die hier so? Blitz ich finde, wer hat denn hier gezaubert? Ist hier irgendwo ein Geist? Wieso blitzen die hier hin? Ist er das? Der hat irgendeine Klinge, die blitzen kann. Kann das sein? Wir hauen mal auf den drauf. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Ja, mal ruhig vor mit Nektus, würde ich sagen. Nantos. Ich nehme die Sache in die Hand. Das sind zwar viele, aber sind eher nicht das Problem. Okay, Räumengift, da wollen wir wieder was gegen tun. Das triffst du nicht mehr und kannst nicht mehr parieren. Gute Entscheidung. Good job. Das darfst du kriegen, genau wie das. Ach, der Felsspalter, ja. Zweihändige Waffe brauchen wir nicht. So. Ich mach das schon. Für die Königin, für Rondra. Amazone voraus. Magica perturbatio. Ja. Sehr gut.
Alle mal hergehört. Meine Rache. Amazone voraus. Ich? Nandos. So, du hast nichts mehr übrig, deswegen haust du normal drauf. Und ich lass mal einen Meisterschuss. Ja. Hey, ja. Sterb. Du musst definitiv jemanden neu hochbeschwören. Sikarian. Alle mal hergehört. Hey, ja. So, alle zusammen. Meisterschuss, du darfst nochmal weiterhauen. Du hast das blöde Gräubengift bekommen, aber... Ich mach das schon. Das ändern wir direkt mal. Und darüber? Amazone voraus. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja. Ja. Sehr gut. Gute Entscheidung. Mal alle auf für die Königin, für Rondra. Nochmal Meisterschuss, Wurzschlag. Meine Rache. Und der Rest düngelt so. Arquatus. Folgt mir. Ach, da haben wir noch ein kleines Geistlein, das ist aber direkt weg. Ein Schmiedehammer, brauchen wir nicht. Eine Parierstange nehmen wir mit. Dietrich. Zwergenstahl, Diamantenstaub. Gleich mal weg. Ich würde so sagen, das ist dasselbe. Okay, wir quicksafen und schauen uns eine Wendeltreppe. Führt das irgendwann anders hin? Vielleicht sollten wir erstmal da lang. Aber wir schauen mal. Seltsame Geisterschwaden. Scheint nach oben zu führen. Hoch und eine Falle. Wieso ist da eine Falle? Ist da irgendwo ein Geheimgang an der Wand? Okay, ich würde sagen, wir verlassen die Ebene nicht und gehen erstmal schauen, was hier eine Etage drüber ist, wo es dahin geht. Kann natürlich sein, dass nur oben auf der Treppe irgendeine Truhe liegt. Dass ich das besser direkt gemacht hätte. Hier scheint es nämlich auch wieder etwas größer zu werden. Räumengeist. Den hauen wir so um. Noch ein Räumengeist. Noch ein Räumengeist. Ja, aber die halten ja nichts aus. Komm, geht mal alle auf denselben, damit die schnell umfahren. Treffen natürlich nicht jetzt. Also, die sind eigentlich gar keine Gefahr. Für die Königin. Für die blitzen ein bisschen rum und gut ist. Kurkum! Sehr gut. Falle ausgelöst. Ein Fallgitter. Ah, und da ist eine Winde hinter. Das heißt, wir müssen da irgendwie hin, sehr wahrscheinlich über die Wendeltreppe eins höher und dann wieder runter, so wie wir das vor ein paar Videos auch hatten. Na komm, dann renn mal so, wenn die Kamera nicht will. Okay, wir sollten einen neuen Armatrutz reinsetzen. Na klar, Max. Komm. Amazone vor. Ja, das hat nicht ausgereicht. Zu früh abgehauen. Ich nehme die Sache in die Hand. Ah, jetzt ist er da. Also die Frage ist, soll ich immer wieder quicksafen? Ich habe immer die Befürchtung, dass irgendwo um die Ecke die nächsten Feuerwesen kommen. Wieso sehe ich hier noch nichts? Wer ist denn da drin? Bleib mal stehen. Halt. Tiefenarmhöhe. Eine einzelne. Ja, eine einzelne Tiefenarmhöhe sollte nicht das Problem sein. Folgt mir. Machen wir mit kritischen Schaden. Sikarian. Meine Rache. So,
ist das. Einzelne Tiefenamöbe ist nicht das Problem. Sie hat schöne Sachen dabei. Nö, hat sie dieses Mal nicht. Schade. Du darfst ein bisschen Feuermoos mitnehmen, wenn du magst. Ansonsten scheint das... Nee, hier oben geht's vielleicht weiter. Wo sieht sackgassenartig aus? Eitriger Krötenschemel. Und da ist zu. Hier geht's nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Okay, dann müssen wir die Wendeltreppe hoch. Gibt ja nichts anderes mehr. Also war doch eine gute Entscheidung, erst hier lang. Um das nicht zu vergessen. Wo wir wahrscheinlich wieder auf eine komplett neue Ebene kommen werden. Aber es gibt hier so viele Ressourcen in dem Dungeon. Ich glaube, man kann nicht viel falsch machen, wenn man einfach so ganz schnell hier reingegangen wäre. Ohne sich vorher ein paar Sachen mitzunehmen. Was hier oben auf der Wendeltreppe ist, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Bis demnächst, euer Chojin.